Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute bin ich am Bodensee, um erstmalig für mich das Wakesurfen auszuprobieren. Ich habe dafür meine Insta360X Kamera dabei und will die bei dieser Bootsaction ausprobieren und bin total gespannt, wie die Stabilisation von dieser Kamera funktioniert. 3 Meter Stick habe ich dabei und 1,5 Meter Stick und dann muss ich jetzt einfach mal ausprobieren, wie kann man diese Kamera bei so einer Bootsaction einfach verwenden. Also, bleibt dabei, ich freue mich. Unsere Wake-Surf-Session ist jetzt nach 2 Stunden zu Ende gegangen. Wir hatten jetzt ausgiebig Zeit, die Insta360X zu testen. Ich denke, das Bildmaterial gefällt euch. Wenn ihr selber so eine coole Session haben wollt, müsst ihr hier in Berlingen bei Borderhouse den Reto fragen, ob er euch mit aufs Boot nimmt. Das ist ein unvergessliches Erlebnis. Ich habe es heute das erste Mal gemacht. Es hat tatsächlich auch das erste Mal geklappt, aufzustehen. Und jetzt brennen mir die Oberschenkel. Also wir hatten massiv viel Zeit auf dem Wasser und es hat echt Spaß gemacht. Die Aufnahmen habe ich, wie gesagt, mit der Insta360X gemacht und habe dabei ganz oft auch diesen 3 Meter Selfie-Stick
einfach ausgeklappt und mit dem konnte ich sehr nah an dem Surfer dran sein. Also eigentlich geht es ganz easy. Ihr klappt die Stange aus und seid dann quasi sehr, sehr nah am Surfer dran. Das ist auf jeden Fall der längste Selfie-Stick, den ich kenne, aber gerade für die Situation auf dem Boot war es perfekt, weil ich halt einen Meter weg vom Surfer sein konnte. Und die Aufnahmen kriegt man eigentlich mit dem Selfie-Stick und dieser Kamera so am besten hin. Also, wenn es euch Spaß gemacht hat, freue ich mich für ein Like oder ein Abo meines Kanals. Und jetzt sage ich Servus. Das war meine Bodensee-Action. Euer Sigi. Goodbye.